Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch mal wieder herzlich begrüßen zu einer neuen Folge und natürlich heute mal einen neuen Spiel. Ja, neu ist es zwar jetzt nicht, aber ich habe mal wieder World of Tanks aus der guten alten Spielzeugkiste herausgeholt. Ja, das gute alte Spiel World of Tanks habe ich mal ungefähr vor 4 Jahren gespielt und ihr fragt euch, wie es noch dazu kommt. Ja, ich habe halt jetzt einfach mal wieder gedacht, weil es ein paar Kumpels und Freunde und sonstige spielen. Ja, runterladen kann man es ja mal und dann starten. Es ist eigentlich auch noch ein paar Mausklicks entfernt. Und ja, anscheinend habe ich es jetzt doch geschafft. Und was muss ich denn da jetzt noch machen? Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, wie das Ganze da funktioniert. Aber ich schaffe das schon noch. Und ja, auf jeden Fall in der heutigen Folge werden wir mal ein bisschen World of Tanks spielen. Und dann schauen wir mal, wie ich mich so anstelle. Ich habe jetzt irgendwie den M37-Panzer, aber ein Mörserpanzer, soweit ich noch weiß, in Erinnerung habe. Waffenkammer. Nee. Garage, aber es gibt mehrere Garagen, wenn ich mich jetzt da nicht irre, oder? Hindernis über, nee. Verbessert der Physik der Fahrzeugbewegung, nee. Irgendwie. Gab's da, glaube ich, noch. Da gab's doch noch mehrere Garagen. Ich glaube, das sind die, die gekauften, die ich da habe, oder? Was haben wir denn da? Einen amerikanischen T7. Habe ich den? Wartung? Ah ja, genau, der ist einfach nur im Arsch. Ja, dann nehmen wir den, oder? Oder nee, warte. Ah, nee, da. Da Marder. Den habe ich so gern gewollt. Das war mein Lieblingsband. So, wir starten mit dem gleich mal ein Gefecht. So, Leute, mal schauen, ob ich es noch schaffe. Aber genau. Der Marder, der war so hinterlässig immer. Ich glaube, der hat immer die ganzen Panzer eben eigentlich, wenn du sie gut getroffen hast, bei One-Shot zerstört. Und da muss ich mich auf jeden Fall mal gleich wieder damit spielen. Auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, was ich noch so auf dem Kasten habe in dem Spiel. Wie gesagt, das letzte Mal habe ich es echt gespielt vor 4 Jahren oder so. 2012er Jahr. Dann habe ich irgendwie auf einmal die Lust verloren und dann nie wieder gespielt. So, auf einer Eiskarte. Mal schauen. Wir haben eigentlich hier ziemlich gute Karten, weil man sieht oben die grünen Symbole. Da haben wir einmal eins grünen Würfel da mit zwei durchsichtigen Strichen. Schießen, wie schießt man nochmal? Ich muss jetzt mal einen Testschuss abgeben. Ich glaube mit rechts, oder? Einstellung. Steuerung. Feuer. Linke Maustaste, okay. Zoom, ach, ich werde schon noch herausfinden. Los geht's! Oder? Einstellung. Zoom. Okay, keine Ahnung. Gut, wir fahren einfach mal. Und probieren so. Ich glaube, Zoom gibt es nicht wirklich. Da muss ich so treffen, wenn es geht. Ah, genau. Ah. Okay, na gut. Dann schauen wir mal, ob ich was treffe. Oh, ich habe jetzt nicht wirklich was getroffen. Aber da vorne ist schon mal auf jeden Fall irgendwas zerstört. Also wir haben schon 2 gegnerische Panzer eliminiert. Nur mir fehlt jetzt mal wieder das Glück. Mal schauen, ob ich einen Kill schaffe. Wir müssen halt vorsichtig sein. Wir halten uns da mal in Deckung. Da oben ist ja auch noch einer. So. Mal schauen, ob da einer aus seiner Deckung herausgeht. Nein, die halten sich alle versteckt, obwohl, ich glaube, da kommt was, oder? Hinter uns, ich schaue gerade auf die Karte, da ist eigentlich nichts. Alter, ich zuck hier gerade wie sonst was.
Alter, Alter, Mann, da ist gerade ein Panzer uns da gegangen. Naja, ich nehme mal die Spur auf. Wow. Oh, wow, wow, wow. Nein! Nein! Ah! Verdammt! Verkackt! Der ist von der Seite reingekommen wie nicht. So. Was, der ist jetzt noch im Gefecht? Oh, na gut. Wen haben wir denn dann noch? Ich weiß nicht. Ja, den... Ja, dann nehmen wir halt einfach mal ins Gefecht. Probieren wir's. Ist ja wurscht. Probieren wir einfach mal die Panzare da einfach mal einzeln durch. Oh, die Map, die schon doch interessant zu sein. Rede ich dann noch? Nein, fängt die erst an. Bin ich jetzt nochmal mit Mörser? Ich weiß das gar nicht mehr. Ne, der, oder? Na, oh, ich habe schon Mörser-Panzer, oder? Der nehmen wir auch einen. Ich weiß gerade gar nicht. Ganz ehrlich, ich bin total sowas von unerfahren, gerade wieder. Also nicht böse sein, wenn ich die, die das Spiel eigentlich schon kennen und total lange spielen, total die Profis sind und ich es gerade einfach nur war. Einfach nur verkack und total in dem Dreck zieh, aber das will ich nicht. Aber man stellt sich halt so an, wenn man nicht mehr lange gespielt hat. Sehr lange Jahre, wenn man es gut genau nimmt. Sogar 4 Jahre. Auf geht's! Genau, oh ja, das ist der Mörser. Haha. So, wir fahren mal wieder ein bisschen noch vor und schauen mal, dass wir was erwischen. Und dann spielen wir mal ein bisschen auf Fernkämpfer. Obwohl, sind jetzt alle Panzer fast Fernkämpfer, ich glaube, ja, so ungefähr. Na, ja, nee, nicht, ja, okay. Oh, jetzt habe ich schon einen guten. So, mal schauen. Da haben schon was gesichtet. Der rastet durch wie nicht. Ich habe ihn getroffen, aber es ist noch nicht bereit. Komm schon. Er braucht Hilfe, Alter. Dauert das wirklich so lange zum Nachladen? Er verliert sogar. Na, er verliert wirklich. Alter, ich brauche einfach so lange zum Nachladen. Tut mir echt leid, mein Freund. Da sind 2 schon mal wieder hinüber. Tut mir echt leid. Vielleicht entdeckt von euch noch irgendjemand einen. Ja, den treffe ich. Der hat... Da habe ich nichts gekriegt. Ah, da habe ich auch nochmal einen Kreis. Genau, ah. Der wird da auch nochmal... Okay, ich muss mich da vorne um die kümmern. Der ist jetzt weg. Das ist nicht so gut. Den da hier. Nein, 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 beweg dich nicht. Ah, doch nicht so gut. Oha, da ist sogar noch ein zweiter. Wenn ich hierher schieße, dann treffe ich. Ich weiß nicht, der bewegt sich zu viel. Nein, okay, jetzt bleibt. Ja. Gut, Leute, bewegen wir sich halt mal. Komme ich da drüber? Nee. Muss noch weiter nach vorne, sonst geht da absolut nichts. Ah, die sind alle so langsam. Alter, aber das gegnerische Team hat ja richtig fette Panzer. Guckt euch das mal an. Also, klein sind die ja gerade nicht. Das muss ich schon mal ehrlich sagen. Klein ist da absolut was anderes, aber... Gut, von mir aus... Der Radius ist auch mal kleiner. Oh ja, vielleicht kommt der etwas kleinere prozentuale Panzer da gleich und dann kann ich ihn da. Ja, jetzt. 76. Kritischer Treffer, sehr gut. Vielleicht kriege ich ja so doch noch einen oder anderen. Ah,
jetzt sind wieder alle verschwunden. Hier unten an der Küste ist noch was. Jetzt oder nie, ich schieße einfach. Wir sind bewegungsunfähig. Wir? Nein. Von wem wurde ich getroffen? Ah, vor denen da drüben, verdammt. Die blöde Kette, komm schon, komm schon. Nein! Ah, gerade wo die Kette frei war. Okay, gut, ist unser Marder schon wieder frei. Marder, 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 Marder. Wo bist du? Im Gefecht, Alter. Sag nicht, du bist noch immer im Gefecht. Was kann ich denn jetzt nochmal für einen Panzer probieren? Probieren wir den da mal. Den M5 Stuart. Ach, ja. Ja, ich muss mich da auf jeden Fall mal ein bisschen mit dem Panzerin da wieder ein bisschen durchspielen, aber der Marder ist eigentlich mein Lieblingspanzer. Von daher habe ich eigentlich gleich den besten am Anfang genommen, aber ist ja egal. Wir haben Treffer gemacht, zwar noch keine Kills, aber Leute, so ist das halt, vor allem immer bei mir. Da schaffe ich nicht immer gleich die Kills am Anfang, aber gut. So, wir warten jetzt eigentlich noch auf Spieler und dann starten wir schon das Gefecht. Auf und davon. Die 25 Sekunden, die längsten Sekunden meines Lebens. Oh, wir sind letzter eigentlich, so mit Platzierung, ja. Also vor den Leveln her mit den Panzern. Na gut. Los, los, los. Der Panzer vor mir schaut auch schon fett aus. Der T29. Ach, nicht rammen da. So, wir rasen da jetzt einfach mal so gut wie es geht da vorne. Aber halten uns natürlich ein bisschen deckt. Oh, oh, ja, da vorne ist schon was, da vorne ist schon was. Nein! Von zwei Seiten! Ja. Leute, ich bin nicht der beste Spieler. Aber ein bisschen Pech habe ich auch von zwei Seiten. Allah sagt nicht, der ist noch immer im Gefecht. Was habe ich denn da noch für Panzers? Da, Wartung. Obwohl, der ist, glaube ich, jetzt auch nicht so gut, oder? Na, das sind die Kleinen, die sind überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, ich würde gerne ein kleineres Spiel beginnen können, aber mit mehr kleineren als schon noch schwerere Panzer oder sonst was. Keine Ahnung. Egal. Probieren wir unser Glück noch einmal. Und mein Lieblingspanzer ist hoffentlich alle. Das Gefecht vom ersten Mal dauert eh schon lange. Naja, jetzt okay, so lange auch nicht, Entschuldigung. Aber ja. Das ist dann doch ein Match, das sich immer zieht, als ob da jetzt da nichts gefunden wird. Dann nehme ich halt jetzt noch den da. Komm schon. Ich will nur ein Match finden, Leute. Ja, und es findet sich was. Jawohl. Schauen wir mal, ob es dieses Mal was wird. Und schon wieder dieselbe Map, bei der wir das erste Mal gestorben sind. Ja, es ist auf jeden Fall bei mir wieder sehr viel Übungssache. Vor allem, ich habe absolut keine Ahnung, was für ein Panzer ich überhaupt nehmen soll. Ich meine, ja, der... Der Marder, der ist eigentlich mein Lieblingspanzer, wie schon gesagt, den hätte ich gern die ganze Zeit, aber was soll man machen, wenn man einfach mal warten muss, da muss man halt mit ihm den anderen Panzer nebenbei spielen. Jetzt spielen wir mal der LTP und wir sind sogar Platz 4, das heißt, wir sind gar nicht so schlecht. Vorhin war ja auch der Marder bei uns auch so Platz 3 oder so, da waren wir jetzt nicht so die schlechtesten. Das war halt mein bester Panzer schon fast wieder, also wie gesagt, ich habe auch nicht viel gespielt damals. Das ist jetzt nur mein Account mal wieder so von weit her geholt und ich habe mir einfach mal gedacht, ja... Let's go und schlimmer kann es eh nicht mehr werden, aber da habe ich mich eigentlich mal wieder geirrt, weil schlimmer kann es immer werden. Und starten wir einfach nochmal durch in der Hoffnung, dass das schief geht. Natürlich versuche ich mal in der schnell in die Mitte wieder zu kommen.
Komm mir da irgendwie da vorne. An sicheren Schussplatzierung, genau, diese Plätze, die liebe ich. Die sind natürlich in Marder am schönsten. Ja, da drüben ist der erste. Ah, ah. Jupp. Keine Ahnung, von wo der herkommt. Ich werde mal schnell versuchen, zu meinen Freunden darüber zu gelangen. Auch wenn ich gerade leichtes Kanonenfu... Wow. Alter, die haben es alle gerade auf mich abgesehen. Ja, Alter, die haben es alle auf mich abgesehen. Als ob... Bin gerade ein bisschen im Arsch. Leute, ich will doch nur einen Abschuss kriegen. Ist denn das so schwer? Kann ich da drüben irgendwas erzielen? Nee. Oh, schnell wieder zurück. Schnell wieder zurück. Das war's. Alle, die haben auch irgendwie so ein Schnellfeuer. Ah, ja, jetzt geht er drauf. Mal schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Der haut auch raus. Der ist nicht schlecht, der Kleine. Der ging nicht durch. Was heißt, der ging nicht durch? Der muss durchgehen. Ah, durch das kleine Fenster schieße ich da eigentlich recht gut. Mal schauen, wenn er jetzt wieder kommt, dann vielleicht treffe ich ihn ja. Die anderen warten eigentlich auch alle nur auf mich. Oh, ich bewege mich sicher noch nicht mehr. Ich bin zu kaputt. Ich probiere lieber mein Glück. Wow. Einer wird gleich da über die Mitte kommen. Ist sowieso da vorne. Ich muss mal ein bisschen mehr in Deckung wieder gehen. Sprich, ich muss die Deckung überhaupt mal wieder suchen. Ah. Ja, den habe ich. Den habe ich schon getroffen. Der da hinten hat nur noch 4, der wird sich auch nicht mehr viel bewegen. Boah. Ah, ja, ja, ja. Ah, kommst du? Nein, 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 nein. Nein! Ach, Leute! Ah, sag jetzt bitte, mein Marder ist frei. Bitte. Ja. Wir können jetzt noch ein Gefecht damit starten. In der Hoffnung, dass es jetzt nochmal wird. Leute, wir machen jetzt nochmal ein letztes Match mit meinem Marder 2. Und hoffen, dass wir damit jetzt vielleicht irgendwas schaffen. Wir waren eigentlich schon knapp dran, ja. Ich habe es immerhin schon geschafft, ein paar Treffer zu landen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber Leute, es geht immer besser. Es geht doch besser. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Na gut. In wenigen Sekunden startet das nächste Spiel. Und dann schauen wir mal, ob wir es nochmal hinbekommen. Glaube ich zwar weniger, aber Leute, 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 es ist so viel möglich. Ob ich jetzt was schaffe oder später was, das ist eine Frage des Könnens. Einfach mal go, go, go.
Die Laterne vielleicht auch noch rumfahren, warum nicht? Und jetzt schauen wir noch. So, wir sind eigentlich jetzt auf der großen Fläche. Leute, da ist einer, der ist schneller als ich. Das darf es nicht sein. Ah, ich glaube, ich begebe mich doch mal in die Stadt am Land. Da bin ich doch zu langsam. Da bin ich lieber langsam, aber sehr effektiv in der Stadt. Obwohl ich fahre gerade den totalen Umweg. Ah, okay, der Marder, genau. Der hat ja kein Trevis hier. Der erste ist schon tot. Das, was ich jetzt tue, sollte ich eigentlich nicht tun. Den habe ich. Wow. Aber richtig noch dazu. Nein, und der hat nicht getroffen. Komm schon, lad nach. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Nein. Oder habe ich den zerstört? Habe ich einen Kill? Vielleicht habe ich gerade einen Kill gemacht. Ich schätze schon, oder? Ja! Ich habe einen gekillt. Nein! Ah! Okay. Liebe Leute, das macht nichts, dass wir jetzt gestorben sind. Auch somit habe ich dennoch hier meinen Kill geschafft in unserer letzten gemeinsamen Runde. Und ja, das war's eigentlich mal wieder mit World of Tanks. Für das ich eigentlich so viel verkackt habe, habe ich es eigentlich doch ziemlich gut gemacht, ja. Wenigstens einen Kill geschafft. Ja, meine Ausrede dafür ist wirklich, ich habe sehr lange nicht gespielt. Trotzdem hoffe ich, dass euch die Folge gut gefallen hat. Unterhalten auch natürlich. Und wenn euch die Folge natürlich gut gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Freue mich jedes Mal. Ansonsten, schaut beim nächsten Mal wieder ein. Ah, Zugeinladung. Ach, warum nicht? Und ja, beim nächsten Mal. Achso, was bereit? Zug. Ach, jetzt nicht. Bestätigen, ja. Genau, und beim nächsten Mal, also schaltet beim nächsten Mal wieder ein, damit ihr keine Folgen verpasst, falls es wieder weitergeht bei World of Tanks. Ich muss mich erstmal wieder hier ein bisschen einspielen, umgucken und ansonsten, liebe Leute, reingehauen und wiederschauen.